Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Dead Space Remake. Wir haben die Intensivstation hinter uns gebracht, wir haben den Captain gefunden und gegen das gekämpft, was aus seinem Leichnam hervorgekrochen kam. Jetzt müssen wir uns auf den Weg machen, die Antriebe zu betanken. Und dafür müssen wir hier hinten durch diese Tür durch. Bin ich hier richtig? Yes, hier bin ich richtig. Und muss nach unten fahren, denn wir haben eine Aufgabe. Oh Gott. Kommst du jetzt hier hochgerannt? Das war jetzt blöd von mir. Ja, der zweite Treffer hätte nicht sein müssen. Eigentlich schon der erste nicht. Denn die Ishimura ist gerade auf dem Weg, auf den Planeten aufzuschlagen. Und wir müssen sie davon abhalten, in die Atmosphäre einzudringen und dann mit ihrem eigenen Gewicht nach unten gezogen zu werden. So, okay, ich muss jetzt hier lang. Noch ein paar Klingen. Ah ja, da brauche ich eine Sicherheitsüberbrückung. Und hier ist noch eine Werkbank. Das ist ganz gut, weil ich habe drei Knoten. Zwei Knoten. Für den Plasma-Cutter gibt es eine neue... wartet mal. Ich habe doch drei Knoten, nicht zwei. Ich habe drei Knoten, so. Ich wollte auf jeden Fall die Kapazität nochmal erhöhen. Und beim Anzug... Stasezone, Staseenergie, Stasedauer. Ja, hier komme ich noch mal zu TP, aber auch hier komme ich zu TP. So, erstmal die TP erweitert. Was davon am meisten bringt, ich habe natürlich keine Ahnung. Autopsiebericht Dr. Nicole Brennan. Laut Rick handelt es sich um den angehenden Ingenieur Daniel Swenson. Das Subjekt wurde zerstückelt, nachdem es in eine Maschine gefallen war, sodass... Ich sehe einige postmortale Krämpfe. Gucken da unten raus in das Hände. Flüssigkeit, die auch in anderen Proben vorkommt. Ich sah, wie die Flüssigkeit auf tote oder biopothetische Zellen reagiert. Das tote Gewebe wird absorbiert, wieder zusammengefügt und reanimiert. Flüssigkeit teilt genetische Marker mit der menschlichen DNA, ebenso wie der Bewuchs an den Wänden. Es hängt alles mit dem Marker von Aegis 7 zusammen, aber wie? Dr. Kain hat den Marker erforscht. Aber er ist verschwunden. Vielleicht ist er bei den Überlebenden auf dem Abbaudeck. Sie können in Frieden ruhen, Daniel. Das verspreche ich. Log beenden. Ich
Okay, wir müssen jetzt Kennys Versteck auf dem Abbaudeck finden. So, abspielen müssen wir jetzt nicht nochmal, aber wir nehmen ein bisschen mit, was wir hier noch finden. Ein paar Items. Is it safe? Ist es sicher? Bist du sicher? Keine Ahnung, ne? Okay, ich muss jetzt wieder zurück. Aber... okay, da lang muss ich. Ja, der Weg ist teilweise ein bisschen konfus. Aber immerhin, die Wegfindung weiß ja, wo ich lang muss. Von daher, alles gut. Ja, jetzt muss ich hier rüber. Was sind das hier nur für riesige Turbinen? Aber ja, sie müssen ja die Ishimura antreiben. So, haben wir sie alle? Jetzt mal alles nachladen. Ja, ich hatte da noch eine Granate hingelegt. Die Dinger ekelhaft raus, ey. So, haben wir hier. Ah ja, Schlüssel für die Tankstation brauche ich hier. Sauerstoff ist voll. Ansonsten... Letztes Ventil fertig, Boss. Fortschrittsbericht Jacob Temple. Die Triebwerksprobleme sind keine Fehlfunktion. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Haupttriebwerk gekannt und die Ventile beschädigt. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet, sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation in Betrieb nehmen, aber irgendein Trottel hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Keine Triebwerke, wir stürzen bald auf den Planeten. Was jetzt? Hier muss doch jemand sein, der eine Ersatzkarte hat. Sieh nach, ob... Warte, hörst du das? Denn was los? Oh Gott.
Hui, da ich mit dem Rasierblatt aber mal richtig schnell daneben geschossen, auch wenn es kein Rasierblatt, sondern ein Sägeblatt ist. Ah, immerhin ein paar Credits. Ja, und hier ist gerade irgendwas Großes durch, irgendwas Gewaltiges. Ah ja, Schlüsselkarte für die Tankstation. Also Impuls habe ich jetzt aber ordentlich hier Munition, ne? Können wir auch ein bisschen damit. Isaac? Hammond? Daniels? Du hast es geschafft! Gott sei Dank, nach der Nummer mit der Brücke dachten wir. Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Computerkern verbarrikadiert. Ich kann sie hören, aber noch haben sie mich nicht bemerkt. Isaac, ich habe deinen Rig getrackt. Du bist im Maschinenraum, ja? Ich werde mir Adminrechte besorgen. Vielleicht kann ich helfen. Sicherheitskarte wird erfasst. Boah, als hätte sich jemand übergeben, ey. Freigabe bestätigt. So. Ich glaube, das ist jetzt dafür, dass ich hier oben schneller durch kann. Also, dass ich hier wahrscheinlich durch irgendeine Tür durch kann. Oh, ich speichere gerade ab. Neben mir kommt ein Gegner runter. Bester Speicherplatz aller Zeiten, würde ich sagen. Oh Gott, ich brauche dringend Sauerstoff, Leute. Ganz dringend. Ja, bin da. Ja, muss jetzt hier lang. Ah, okay, so geht das. Tanksequenz aktiviert. Zusätzlicher Treibstoff für den Neustart der Triebwerke erforderlich. Okay, sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, was es jetzt gerade geändert hat, aber hey. Da vorne lebt noch was. Oh, ich habe keinerlei Gesundheitsgegenstände. Oh, da kommt auch noch, so was Ekliges an. Shit. Das hört sich gar nicht gut an. Was ist das für ein Geräusch?
mach mal die Tür auf hier. Ich muss schnell zum Sauerstoff. Oh nein! Oh fuck! Ja, ich habe mich halt zu hart treffen lassen. Oh Mann, ey, shit. Das war jetzt blöd. Das war jetzt richtig blöd. Wo ist das scheiß Vieh? Okay, diesmal mit wesentlich besserer Energie. Oh, Glück gehabt. Sequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärtriebwerk zu versorgen. Okay, ich sehe die Treibstoffanzeige. Nur ein Viertel voll, aber das sollte reichen. Vor dem Neustart muss erst die Zentrifuge laufen. Irgendjemand hat die Treibstoffleitungen ziemlich durcheinander gebracht. Beeil dich, Isaac. Idris 7 ist schon ganz schön nah. Ja, sorry Leute, ich muss hier nebenbei noch kämpfen. Kann ich hier wie ihr die ganze Zeit hier nur Larry schieben oder was? Oh Mann. Ja, Sauerstoff halt gerade echt nicht so reichlich vorhanden hier, aber es geht noch. Boah, ich get schon gesehen hier. Oh Gott, ey. War ein großes Medipack, sehr gut. Ja, also diese komischen Rochen hier, die kommen dann einfach an und verwandeln die Typen in diese besseren Monster oder wie. Ist ja großartig, ist ja richtig großartig. Boah, erstmal abspeichern.
So. Abgespeichert ist. Aufgetankt ist auch. Was ist jetzt meine Mission? Aktiviere die Zentrifuge. Okay. Ne, ich muss da lang. Und dann hier lang. Genau, Zentrifuge. Leute, ey. Ja, aber gerade ordentlich mit Explosionen hier gekämpft. Schon krass, ne? Wenn man dann so gar nichts hört, wenn mir dann wirklich so diese diese Sauerstofflosigkeit ist, man auch überhaupt nichts mehr hört. Schon, das ist schon krass. Oh, was für ein geniales Spiel, Leute, Dead Space. So, noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Hier kann ich auf jeden Fall rein. Warum dreht ihr hier so durch, ey? Immer noch ein paar Medipacks. So. Arena-Raum könnte Bosskampf werden. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Was hier los? Warum geht jetzt hier das Licht aus? Und warum höre ich sie schon wieder schreien? Okay. Boah. Erstmal geköpft, ey. So, war's das? Dekontaminationssequenz abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Dankeschön. Immer wieder eine Freude hier. Oh, ein neues Schema. Sehr gut. Und noch mehr Munition. Auch sehr gut. Aha. Zentrifuge Nord, Zentrifuge Süd. Er sagt, beginne mit Süd, dann beginne ich mit Nord. Natürlich, hier ist wieder Dunkelheit. Oh, und da ist alles von dieser Materie hier bewachsen. Oh Gott, ey, hier sind richtig Menschen drin verwachsen. Guckt euch das an. Super eklig, super eklig.
Natürlich kommen diese kleinen Mistviecher. Natürlich kommen diese kleinen Stinker hier angeflitzt und wollen stressen. Oh mein Gott, was kam hier raus? Oh mein Gott. Was auch immer da rauskam, ich will es nicht wissen. Es muss einfach nur riesig sein. Und schrecklich. Und es hat hier alles in Blut verwandelt. Ah ja, Rick für vorrangige Nachricht nicht verfügbar. Transkript Jay Temple. Tai Jong, bist du da? Kraftausdruck. Was dauert das so lange? Die Zentrifuge ist immer noch offline. Wir haben keine Zeit mehr. C. Danvers. Kein Rickling-Kontakt. Seit sie weg sind, Chief. Sie sind weg, nicht wahr? Jay Temple. Aber wir haben sie mit allem bewaffnet, was wir hatten. Sie hätten sich gemeldet, wenn es Ärger gegeben hätte. Sind sie etwa in ein Kraftausdruck-Loch gefallen? Kraftausdruck. Wir haben eine riesige tektonische Ladung am Arsch kleben. Sie denn was? Was, wenn wir die Gravitationsstrahlen ausschalten? Wir lassen die Ladung fallen und erkaufen uns so mehr Zeit. Temple. Ich habe es versucht. Wenn ich nicht die Hälfte der Schiffskabel herausreißen will, muss ein Mitglied des CEC-Vorstands das ganze Erz abwerfen. Wir wollen ja nicht, dass die Kraftausdruck-Aktionäre wütend werden. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff ausbalanciert, kommt es in ein paar Stunden zum Absturz, wenn wir so viel Glück haben. Oh Gott, Zentrifuge, das klingt gleich nach etwas, was mich ziemlich krass töten kann. Oh, das Spiel sagt schon mal, speicher mal lieber ab, mein Freund, gleich wird's heftig. Oh mein Gott. Schwerelosigkeit aktiviert. Warnung. Zentrifuge offline. Generatormodul bitte manuell anbringen. Ja, ihr habt's ja alles zerlegt. So. Genau, die Kiste will ich noch. Oh Gott, Sauerstoff. Das heißt, kann ja auch noch gleich Sauerstoff verlieren. Ah, da hinten ist noch eine. Oh, da ist noch eine Kiste mit Items.
Warte mal, warum geht das gerade nicht? Aktiviere die Zentrifuge. Warum geht das gerade nicht? Welchen Knopf muss ich dann noch vorher... Oh Gott, hier ist überall so eine Materie, ne? Ja, jetzt wird da so ein neuer Mensch wachsen. Mit so einem Hundegesicht da oben. Ja, wahrscheinlich hier vorne erstmal auf den Knopf drücken. Ja, genau, die Generatormodule anschließen. Aber das will ja irgendwie nun gerade nicht. Und da erst hier hinten irgendwas aktivieren oder so? Hier oben was machen? Nö, hier ist alles sauber. Und wie gesagt, wenn ich das Ding jetzt wieder nehme, würde gleich wieder sagen, nö, geht nicht. Genau, das hat man jetzt nun schon ein paar Mal. Genau, Kupplung deaktiviert. Ah, wartet mal. Ah, wartet mal, vielleicht muss man da vorher, wartet mal. Ah, man muss es halt vorher mit so einer Stase-Ladung machen. Generatormodul angebracht. Generatormodul angebracht. Kupplung aktiviert. Hey, ja, da ist halt so ein Vieh, ne? Schon gesehen. Aber ich kann hier ja zum Glück fliegen. Von daher interessiert mich gerade nicht.
Auge aktiviert. Gleichgewicht mit tektonischer Ladung wiederherstellen. Was? Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Oh Gott. Bereit? Oh nein. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wunderbar hat das ja funktioniert. Mich hat es einfach weggemasht. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Bereit, wenn du es bist, Champ. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, oder? Nee. Wow, okay. Das kann ich mir immer noch ein bisschen Sauerstoff reinziehen? Ja, hier. Kurz mal die Ladung voll machen. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Okay, ich muss da lang kommen. Okay, ah ja, hier gibt es auch diese kleinen Zwischenräume. Oh nein, oh. Ey, um einen Millimeter. Um einen verdammten Millimeter. Okay, also erst wieder schnell mal Sauerstoff holen. Runterfahren. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Oh nein. Oh, fuck. Ja, das ist schon spannend hier. Das ist jetzt... Oh, Leute, ey. Ah, dass man immer hier oben startet. Ich glaube, man muss gar nicht die Taste gedrückt haben. Es reicht, glaube ich, einmal zu drücken, oder? Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Ja, man muss nur einmal kurz drücken, dann... Oh, Bruder, was soll das? Was machst du da? Warum hältst du mich auf? Die Zentrifuge ist wieder online. Ja, ich hab's schon mal gehört. Bereit? Ich hab das schon mal von dir gehört, sowas. So. Komm, eine Runde warten wir noch. Jetzt habe ich hier nämlich die längste Runde zu laufen.
Boah, erstmal abspeichern. Erstmal abspeichern, Leute. Oh, so, abgeschlossen. Ende des Vakuums. Oh, Leute. Was zur? Was zur? Was zur verdammten Hölle? Alter. Alter. Du glaubst an nichts Böses und dann passiert exakt das. Oh Gott, Leute, ey. Alter, ey. Was ist das für ein Ding? Oh Mann. Ja, das hat hier diese riesen Löcher verursacht. Okay, Leute. Es wird einfach immer krasser. Es wird einfach immer krasser. Deswegen lasst uns ein kurzes Päuschen machen. Wir machen in der nächsten Runde weiter. Ja, die Zentrifuge läuft wieder. Jetzt müssen wir noch die Steuerung starten. Und ja, wir haben es hier auch noch mit so einem riesen Greifarm-Tentakel zu tun. Also es gibt wirklich alle Hände voll Arbeit zu erledigen. Und wahrscheinlich ist Isaac wieder der Einzige, der hier überhaupt irgendetwas tut. In diesem Sinne, ihr lieben Freunde meines Kanals, bedanke ich mich ganz toll fürs Zuschauen. Freue mich wie immer auf euer Feedback und eure Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde Dead Space Remake. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr euch auch. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.